Es ist der perfekte Startschuss für die neue Saison. Bevor der FC Bayern am kommenden Sonntag im DFB-Pokal ran muss, führt die Reise nach Dortmund, wo am Mittwochabend beim Supercup der erste offizielle Titel der Saison ausgespielt wird. Am Dienstagnachmittag fand hier an der Säbener Straße unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Abschlusstraining statt. Wir von FCB TV waren aber dabei und die Mannschaft, sie machte einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck. Man spürte, die Vorfreude auf den ersten richtigen Härtetest dieser Saison ist riesig. In den letzten Jahren ist eine große Rivalität gegen BVB, aber immer mit großem Respekt für was sie haben gemacht in den letzten Jahren dieser Verein. So, ich freue mich, ein Spiel gegen ihnen, weil ich mochte ein Spiel gegen die beste Mannschaft in der Welt, in BVB sein wollen und diese. Wie im letzten Jahr geht es auch diesmal beim Supercup gegen Borussia Dortmund. Damals siegte Dortmund mit 4:2, trotzdem war es ein spannendes Spiel. Die Voraussetzungen sind diesmal aber andere. In letzter Saison wir haben geflogen in beste Kondition. Unsere Spieler mehr fit. Pep Guardiola muss leider auf einige Stars verzichten. Thiago, Rafinha, Franck Ribéry und auch Bastian Schweinsteiger werden definitiv fehlen. Auch Neuzugang Pepe Reina wird hier in München bleiben. Für das Tor nimmt Guardiola Tom Starke und Manuel Neuer mit. Und obwohl er erst ein paar Tage zurück aus dem Urlaub ist, Deutschlands Fußballer des Jahres hätte gegen einen Einsatz nichts einzuwenden. Ich fühle mich ganz gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch noch mal eine Extra-Einheit gemacht beim Torwarttraining jetzt mit Pepe, als er auch angekommen ist, haben wir zusammen trainiert mit unserem Torwarttrainer Toni Tapalovic nochmal zusätzlich und ich versuche meinen Mann zu stehen, wenn ich spiele. Auch Gianluca Gaudino wird in Dortmund wohl dabei sein, das kündigte Pep Guardiola auf der Pressekonferenz an. Das 17-jährige Talent des FC Bayern hat in der Vorbereitung einen super Eindruck hinterlassen. Ja, und was ist eigentlich mit den Weltmeistern? Natürlich ist es ein großer Erfolgkreis. Vielleicht der beste Erfolgkreis in der Fußballspielerkarriere. Aber der Fußballspieler nach Gewinn etwas, okay, ein Tag, zwei Tage, zufrieden, eine Woche. Danach, dein Ziel ist ein anderer. Sie sehen, diese Spieler sind, wieso? Weil die letzten Jahre, wir haben gezeigt, so, letzten Jahr, zwei Jahre mit Jupp, Triple, letzten Jahr, wir haben der Double auf 4 Titel gewonnen, so in diesem Jahr fokussieren auf und laufen. Ich spiele so gut wie möglich, um einen anderen Titel, neuen Titel zu erholen. Ein großes Ziel vor Augen hat auch die zweite Mannschaft des FC Bayern, nämlich den Aufstieg in die dritte Liga. Der Saisonstart, er verlief durchwachsen und so würde ein Sieg im Derby gegen die kleinen Löwen nicht nur der Fanseele so richtig gut tun. Um 19:45 Uhr geht's los, die Highlights gibt's dann am Mittwoch bei FCB TV.